genau. Ja, Enkelsohn, was denn nun? Enkelsohn ist doch scheißegal. Okay. Gab es eine Adoptionswelle? Also ich möchte ihm nicht unterstellen, dass das nicht seine leiblichen Kinder sind. Aber vielleicht sind das nicht seine leiblichen Kinder. Ja, wenn man reich ist, glaube ich, ist das auch egal. Ja. Ich glaube, die Show ist tatsächlich weg. Hm. But I can help falling in love with you. Shall I stay? Would it be? Jetzt erstmal DMCA rein, Chat. Wenn die Presse fertig ist, kommen wir direkt weiter. So viel Einsatz von Schlagzeugern gibt es hier anscheinend nicht. Da können Sie schon Ihre ersten Ergebnisse sehen, oder? Ja. Es ist friedlich. Zu friedlich. Die Leute sind im Gefängnis. Sitzt gerade jemand ein? Ja, aber kann sein, dass er schläft. Wir können aber bei JVA vorbeifahren, das ist ja kein Problem. Wir hatten gestern Abend noch einen kurzen Gefängnisausbruch, den wir aber innerhalb von 10 Minuten wieder gerade biegen konnten. Wer ist ausgebrochen? Ja, genau. Er nennt sich, oder wird der Berg genannt. Oh shit, von dem habe ich gehört. Ja, das war jetzt schon mein zweiter Kontakt jetzt. Der Berg. Mir, Sie können keine Handschellen anlegen. Schönen Abend. Ah, hallo. Drex. Jupp, hallo. Das ist meine Mama. Schönen Abend. Ich habe gehört, Sie haben ihn abgelehnt. Ma'am, abgelehnt ja, als Police Officer, meinen Sie? Genau, genau. Ja. Sehr gut gemacht, danke. Er musste Konsequenzen spüren. Nein, Sie haben das ist doch sehr gar gut nicht gemacht. Gut, du musst mich doch unterstützen. Du hast die Frau Doktor gehört, was die gesagt hat, oder? Die meinte, du musst die Konsequenzen deiner Taten spüren. Dann ist das so. Und wenn das so weitergeht, werde ich den Kontakt zu dir abbrechen. Ja, so ist das. Frau Briggs. Doch ganz lieb. Gray, mein Name. Ach, Gray. Sie ja. sind die Mutter von Herrn Briggs. Genau, offiziell seit 2 Wochen. Verdammt doch mal, Odell. Teufel soll das? Was ist mit der Adoptionswelle passiert? Wer hat das alles durchgewogen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das war kostenlos. Ich dachte mir, warum Harris, nicht? Deshalb sage ich, den Knüppel öfters rausholen, damit die Leute eine Beziehung zu dem Knüppel aufbauen und nicht zu irgendwelchen wildfremden Personen. Aber das, was sollen wir denn da mit dem Knüppel machen? Ich glaube, Mr. Briggs ist mich der auch Knüppel wohl bekannt. Was sollen wir denn jetzt, wie sollen wir denn die Adoptionswelle mit dem Knüppel brechen? Das kann ich Ihnen jetzt hier nicht zeigen. Naja. Aber erklären. Ich bin äußerst interessiert. Erklären Sie mir das. Herr Briggs, das sind polizeiinterne Taktiken, über die ich nicht sprechen darf. Ja. Dann sagen Sie das nicht neben mir. Viel Spaß. Ja, Frau, ich will es Frau jetzt Gray. Wissen, dass die Frau Gray. Was haben Sie irgendwelche Ideen mit Ihrem verzogenen Sohn, wenn ich ehrlich bin? 50 Akten, 50 Delikte. Es ist wirklich furchtbar. Ich weiß auch nicht mehr, was ich tun soll. Gestern war ich bei Ihnen im PD, ich habe einen DOJ angerufen, die Leitstelle hat mit einem Richter gesprochen. Hm. Ich will ihm Hausarrest geben. Ich darf ihn sogar einsperren. Ich darf ihn einsperren, wenn er mich nicht anzeigt. Ich weiß nicht, wie ich ihn fernhalten soll von diesen bösen Taten. Furchtbar. Tja, Briggs. Und ich bin nicht überzeugt. Also ich weiß, was furchtbar ist. Die Musik hier.
Ja? Herr Briggs, sie hätte nicht gedacht, dass sie doch so analytische Fähigkeiten haben. Und wir werden mal Richtung Fahrzeug gehen. Analytische Fähigkeiten, ja, kenne ich nicht. Vom Herrn Billy Brown geben? Bobby Brown? Ja? Nochmal. Was? Billy Brown. Was ist mit dem? Er hat mal für Sie gearbeitet. Haben Sie da die Kontaktdaten? Nee. Müsste diesen Mann sprechen. Der ist von der... Brown kenne ich nur einen von der IAA. Ja, genau. Aber damit habe ich keine Kontakte. Keine Telefonnummer? Gar nichts, tatsächlich. Könnte man bei der DTU mal anfragen. Kleinen Moment. Vielleicht ist O'Hara schon da. Die anderen sollten die Nummer auch haben. Ich kann jetzt keine Leute mehr befragen, Judge, wenn mir jemand dabei someone like you. Ja, Judge O'Hara, hier ist Chief Judge Harris. Ja, ja. Ich bin gerade mit Bundesrichter O'Dea unterwegs. Ich der hab's da gehört, ja, ja. Der will die Telefonnummer. Der will die Telefonnummer von Brown Billy haben. Haben Sie die? Billy Brown, natürlich. Der steht gerade auch zufällig neben mir. Der steht neben Ihnen? Ja, ja, der ist im MRPD, Mann. Ja gut, dann werden wir da direkt mal vorbeifahren. Sehr schön, dann machen Sie das. Gut, bis gleich. Bis gleich. So, O'Dea, kommen Sie. Na, ein Träumchen. Adoptieren oder was? Ja, eigentlich wollte ich adoptiert werden. Euch. Was zum? Ja, alles gut. Ja, das ist doch. Ach, verdammt. Dann steigen Sie mal ein. Oh, da wurden Sie ja super eingeparkt. Ach, das geht schon. Ja, bisher sehr gemischte Gefühle. Also die einen haben da überhaupt kein Problem mit. Und die einen Binet-Account haben, die haben ein Problem damit? Nö, nicht mal zwingend. Also ein paar, also die machen sich nicht mal so große Sorgen, sondern eher nur so, was passiert, wenn jetzt erstmal nur ein Verdacht besteht. Was passiert dann mit mir und welche Möglichkeiten habe ich, den auszuräumen? Naja gut, keinen. Ja. Das liegt halt alles im Ermessen des Judges, ja? Ja, das ist so die größte Sorge. Ja, das ist aber... In vielerlei Fällen sind die ja auch nicht das erste Mal in irgendwelchen Ermittlungen dran und können dann schon eine relativ gute Einschätzung machen, wie das aussieht. Ja, wie gesagt, das wird halt unterschiedlich gesehen. Für einige, die finden das gut, ne? Die sagen, okay, ich habe mit sowas noch nie zu tun gehabt und wenn ich nur verdächtigt werde, dann warum sollte ich überhaupt erst verdächtigt werden? Mhm. Aber ich glaube, die sind sich nicht ganz so klar, dass das ja auch mal durch einen unglücklichen Zufall passieren kann. Könnte, ja. Kann passieren, ja. Klar. Wir bleiben mal hier stehen. Gut. Wie bei einem oh mein Gott, Alter. Der hätte sie fast umgefahren, also okay. Alles bestens. Puh. Das hätte ins Auge gegeben. Nächstes Mal fahre ich ein bisschen weiter links. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass so einer kommt. Ich auch nicht. So. Scheiße, Mann. Kofi, wenn wer fragt, ich sag, du warst es. Ich bin. Ja, alles klar, Mann. Hey, Achtung. Boss, schön, Sie zu sehen. Oh, Ron! Ja, schön, Sie zu sehen. Ich mach da vielleicht einfach mal Platz. Was ist denn, was passiert hier? Hatten Sie einen schönen Tag bisher? Oh, hallo, Herr Harris. Oh, okay. Frau Song, warum stehen Sie vor dem Bundesrichter? Ja. Warum stehen Sie hinter mir? Gehen Sie mal ein bisschen beiseite. Ja, was 76 ja nicht reifen, scheinbar. Haben wir hier einen Officer im Dienst? Ich habe den Camacho von Herrn Keynes geklaut. Wen? Gerade beim Kruschefix vorbeigefahren. Hä? Das ist Officer Midlife Crisis. Das ist Judge Price. Geh den Zylinder auf. Price, was haben die Ihnen geschossen? Ziehen Sie mal diesen Zylinder hier auf. Hier, warten Sie, ich helfe Ihnen. Price, was ist geschehen? Der sieht ein bisschen aus wie Bobby mit der Frisur. Ein bisschen, ne? Arbeiten Sie jetzt auf dem Jahrmarkt? Brown, ja, also ich hab meine Richterrobe raus. Denn? Scheiße, Mann. Der Boss ist was? Sie wollen wie so ein englischer Richter aussehen, oder? Ja, keine Ahnung. Sie sehen aus wie der Typ von. Sie sehen aus wie die Figur. Sie wissen schon, dass das nur Perücken sind, oder? Sie sehen aus wie die Figur von Monopoly. Bloß eben halt für.
weiß ich nicht, Monopoly Southside, wissen wir, was ich meine? Also ich finde eher, er sieht so aus wie der Typ, der vom Kindergarten abgeführt wird. Ja, ohne Zylinder auf jeden Fall. Ja, wenigstens hat er was unter dem Mantel an. Ja, ich denke mich da. Vielleicht ist es aber auch ein Bodypaint. Oh Gott. Okay, alles klar, Mann. Dankeschön. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so gut, hm? Das hat sie der Bundesrichter so gesehen. Ja, ist doch nicht schlimm, der erkennt mich. Was sagt ihre Frau dazu? Frau Song, was sagen Sie dazu? Soll doch jeder machen, was er möchte. Wenn mein Kumpelmann so rumlaufen möchte, dann ist es doch in Ordnung. Ihr was bitte? Mein Kumpelmann. Machen kein Kussi-Kussi. Einfach nur so. Das ist so ähnlich wie bei mir und meiner Frau, wissen Sie. Das macht da reden wir auch. Versicherung, wenn irgendwie abends kriegt der andere alles. Da geht es nur um die Kohle. So ein Erbschwindel ist das. Hey, das ist kein Schwindel. Das heißt, nee, von deiner Seite aus nicht. Was ist denn eigentlich los mit den ganzen beschissenen Hochzeiten und den Adoptionen? Wir sind gerade an Leuten, wir waren gerade an dieser komischen Veranstaltung und da war jeder Zweite adoptiert. Und ja, was soll ich sagen? Was soll das? Also, sie hat doch nur eine Dame gefragt. Also bei mir ist das nein, der Rakete kam auch noch und hat zwei Leute adoptiert. Ja, glauben Sie mir, wir hatten heute Nacht erst eine Hochzeit. Ja, da soll wohl heute noch wieder eine passieren. Und dann also ist eines für heute geplant. Dann haben wir noch den Brick, Pepe Briggs getroffen, der seine Mutter vorgestellt hat, die jünger war als er. Was ist denn da los? Das ist aber eine sehr nette Frau. Die, Genevieve. Ja, jeder mit jedem und wieder von vorn. Mein Sweet Gott. Sweet Home Alabama. Ich hoffe nicht, dass die verwandt sind. Also jetzt doch sind sie. Aber nicht biologisch. Noch nicht. Die Genevieve Gray und der Piep, oder wie? Genau, die Gray ist die Mutter von Piep und die hat gefragt, warum ich ihn nicht eingestellt habe. Und ich habe gesagt, der ist jetzt ganz ehrlich, würden Sie ihn einstellen? Und dann sagt, ja, es war ein Fehler, ihn zu adoptieren. Also hat sie nicht gesagt, aber das hat sie ausgedrückt. Haben Sie gesehen, was die für riesige Füße hat? Nee, aber die hat riesige Füße? Ja. Warum gucken Sie der Dame auf die Füße? Naja, das muss ich ständig. Die arbeitet bei MeTV. Die arbeitet bei MeTV? Mhm. Ach. Riesig. Sagen Sie mal eine Schuhgröße. Eine europäische, bitte. Ja, jenseits der 50 auf jeden Fall. Jenseits? Weit? Ein Bigfoot. So wie ich das einschätze, ja. So richtige Quadratlatschen. Also das ist jetzt aber schon... Können wir nicht über die Füße von der Frau reden? Ist ja nicht... Das ist bei Frauen aber relativ ja, die sind meistens in Schuhen. Das ist ja das Gute, aber das sieht halt aus, als würde die ständig in Clownschuhen rumlaufen. Eieiei. Mitchie, was sagst du denn dazu? Zu Füßen gar nichts. Da halte ich mich raus. Frau Mitchie wollte geheiratet werden. Vor Ort. Von der Rakete. Und sie hat $200,000 abgelehnt. Der Rakete wollte dich heiraten, oder? Ja, aber es war so ein Ding, was ich von 10 gefragt habe. Miss Mitchie, haben Sie mich deswegen angerufen gestern, wie das abläuft mit einer Heirat? Nee, das war nicht der Grund dafür. Oh Gott. Die Welt spielt verrückt. Möchtest du Keith heiraten? Nee, tatsächlich nicht. Warte. Also vielleicht, wenn die Welt untergeht, aber das passiert ja nicht. Oh. Das ist Ansichtssache. Ja. Geh mal nach hinten so. Ja, was genau machen wir jetzt eigentlich hier? Denn jetzt bin ich los. Was ist denn jetzt los? Teambesprechung. Haben Sie alles erfahren, was Sie erfahren wollten, oder? Ja, Herr Brown, Agent Brown wird uns jetzt begleiten. Dann brauche ich aber ein größeres Auto. Was ist das denn um? Müssen Sie den Pimp nehmen, da können vier Leute draußen dranhängen mit einem Sicherungshaken. Ja, aber ich kann auch Brown oder nicht wir werden dranhängen. Oder wir werden die Presse einfach los, entschuldigen Sie bitte. Ja, gut. Und wir geben denen einfach vor, was sie dann zu veröffentlichen haben. Ne? So machen wir das. Ja, alles wie immer also. Solange ich da noch meine persönliche Note einbringen kann. Der Name darf drunter stehen, natürlich. Natürlich, ja. Streife 2. Na gut, dann machen wir das so. Alles klar, Smith, dann fahren wir gleich wieder raus. Muss der Brown durch? Ja, er zieht sich noch rum. Er kommt gleich. Alles klar. Gut, dann fahren wir mit Brown durch. Ich kann mich auch draußen anhängen, kein Problem. Nein. Das Sicherheitsrisiko ist viel zu hoch. Ne? Ach, das lässt sich bestimmt beheben. Ach, das ist eine Option für einen Job, ne? Sie können doch nicht draußen dranhängen. Ja auch, sonst würden Sie ja hier kein Officer werden. Judge, Entschuldigung. Haben Sie auch eine Kamera dabei? Ja, selbstverständlich. Foto, Videokamera, vielleicht könnte er draußen mit der Videokamera oder so. Genau, das dachte ich auch. Darf ich was fragen? Mein Name ist Cem Bischmack. Steigclown.
Ich habe gerade erfahren, dass mein Chef Robert Kreutzer tot ist. Ich wollte fragen, ob das wirklich so ist. Hä? Hä? Ich habe gedacht, er wollte fragen, ob er sein Vater ist. Wer ist tot? Kreutzer ist tot? Ja. Mhm. Kreutzer, was? Den kenne ich doch auch noch. Nee. Der Mann vom... Vom Güterhandel. Der Güterhandel macht jetzt so schnell nicht wieder auf. Was hat denn der gemacht eigentlich, der Güterhandel? Menschenhandel? Hat er den Menschenhandel gemacht? Ja. Don Kreutzer. Nee, der war für den Import, für die ganzen Gewerbegüter da und für den Export der ganzen Leute, die den ganzen Tag irgendwie in der Mine arbeiten und so. Ich kann Ihnen was verraten, wir sind ja unter uns. Mhm. Da war wirklich, glaube ich, was dran mit dem Menschenhandel. Mhm. Was? Der Mann wird jetzt nicht ohne Grund tot sein. Naja. Menschenhandel. Ja, war ganz groß in der Presse. Also, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ab jetzt würde ich dann nicht mehr glauben, was noch in der Presse steht, ehrlich. Schon besser. Jo, was gibt's? So. Aber es ist doch eigentlich nichts zu tun hier, wie ich sehe, ne? Das heißt, die Mann, das sind doch zwei erwachsene Männer. Keine Streife, nichts. Ja, doch, Song ist auch hier. Raus. Was soll das jetzt heißen? Der Großvater von Price ist hier. Es gab einen bewaffneten Raub. Keine Aufstände. Nach solchen Nachrichten. Es handelt sich um einen Camacho mit den Kennzeichen. Nur Schuss, zack, zack. Ja, ich würde mal Hüppel raus in der Tacke. Eine Frau mit braunen Haaren hellhäutig und ein Typ mit grauen Haaren hellhäutig, diesen Raub begangen haben sollen. Gut. Entsprechend geht eine Fahndung für das Fahrzeug raus. Ja, deswegen, weiterhin, Mann. Bitte ich Streife 2. Ja, also das ist wohl so halbwegs bestätigt, dass der tot ist. Ja. Ich habe gerade von der bestätigen lassen, beziehungsweise, dass das an den Gerüchten was dran sein soll, dass der Menschladen betrieben hat. Das war unter uns. Das war nicht unter uns. Warum rufen wir doch schon vor ehemaliger Staatsanwalt Mike Müller an und fragt mich, warum Billy Braun mit Etienne Dumont unterwegs ist und Leute befragt? Ist der auch nicht mehr ganz knusprig beim Oberstübchen? Wer? Wer ist Etienne Dumont? Da ist dieser Müller, Mann. Weiß ich, mit irgendeinem Eddie. Was fragt der mich, wer mit wem unterwegs ist? Was ist denn los mit dem? Ach, der die Leiche geklaut hat vom Reverend. Was? Wer? Was? Eddie? Ja, der Ethan Dumont. Du Scheiße. Der hat die Leiche? Wie, und der Brown befragt jetzt mit denen irgendwelche Leute? Aber Brown ist sich doch gerade umziehen. Hä? Heißt du, dann war der vielleicht mit dem vorhin unterwegs. Was macht der denn mit denen? Ist mir auch egal. Ich frag mich nur, wieso der mich anruft und mich fragt, Mann. Was hab ich mit Billy Brown zu tun, Mann? Die 06 könnte mein Vater sein, verdammte Scheiße. Ist der Ort bekannt, nee, wo dieser Unfall stattgefunden hat, auf den Herrn Bethano kam. Ich dachte, der Rakete wäre ihr Vater. Ach so, nee, der, das, also der leibliche Vater. Ja, richtig. Mhm. Herr O'Hara, sind Sie stolz auf Ihren Sohn? Der und meine Mutter, die haben sich jetzt auf jeden Fall getrennt und also, ich würde das gerne zivilrechtlich direkt da den Unterhalt jetzt gleich judgen. Ist das möglich? Was für einen Rang haben Sie? Captain. Höher als 5? Gesichtet? Ich glaube, es ist höher als 5. 7 ja. Ist das sogar. Ja. Was haben Sie gesagt, ist die Grenze? Harris. Sergeant ist die Grenze. Vor Ort steht judgen. Ein leerer Camacho. Ja, dann los. In, was ist das, okay. Silber mit einer Folie drauf. Ja, ich gucke, dass ich den gleich mal erwische. Der war vorhin auch gerade vor mit seinem Golfkart vor dem Pitti. Anrufen und nachfragen. Das ist auch der, da steht auch das Kennzeichen Schifano. Ja, das ist, wir haben gefunden. Wollten auf jeden Fall, wenn wir rausgehen, einen großen Bogen laufen, so. Wieso denn? Ja, Herr O'Hara, was haben Sie denn gemacht? Was denn? Streife 5, Sie, O'Hara Junior. Ich meine Ihren Senior. Das probiert mich's richtig. Oh, bin wieder da, Boss. Richtig, ich bin O'Hara Senior. Ah, sehr schön. Gut, warum gut. Befragen Sie denn mit einem Leichendieb oder Entführer? Ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn jetzt? Wenn eine Leiche wird, die entführt oder wird die gestohlen? Befragen Sie dann mit denen irgendwelche Leute? Ist er wie gestohlen, oder? Mr. Brown. Ja, dann ist das auch nicht Highway Sie Richtung haben mit einem Ethan Dumont, der hat die Leiche des Abraham Jeremiah Hill entwendet. Mit dem sollen Sie heute irgendwelche Leute befragt haben. Deswegen hat schon ehemaliger Staatsanwalt angerufen. Sagen Sie mir den Zellenfrakthelfen, der hat dort Probleme mit einer Tür. Dimo. Ach, das ist doch dieser alte Pfarrer, hä? Mit den langen Haaren, der Franzose. Ja, genau. Ja, der stand vorhin am Stadtpark rum mit so ein paar Verlierern, die gestern beim DOJ rausgeschmissen wurden. Haben davon geredet, dass ihre Existenz im Arsch ist und so weiter. Gesagt, ja, habt ihr Pech gehabt. Haben sich irgendwie beschwert über irgendeinen neuen Chief. Der jetzt Polizeistadt aus und irgendwie sowas, haben den Vollidioten, keine Ahnung. Ja, können Sie vielleicht einmal den Herrn Stefano anrufen?
dass wir bei 51:45 sein Auto gefunden haben. Ja. Das sind auch noch vor Ort. Was sie jetzt so tun und so. Dass er hierher kommen kann, das abholen. So gescheiterte Existenzen so jetzt zu treiben in ihrem Leben. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon das Motiv, warum die hier anrufen und versuchen, wieder anzuschwärzen. Schon vor Ort. Sehr unangenehm. Herr Brown, sehr Sie sind gleich unangenehm. mit uns unterwegs. Herr Häkkinen, die Presse wird draußen mit einer Kamera angeleint oder angehakt und filmt dann von außen. Also angeleint hört sich irgendwie nicht so cool an. Ja doch, Presse sind wie Hunde. Ja, man muss ihnen immer den Freiraum geben, ein bisschen, aber wenn es dann zu weit geht, muss man auch zurückziehen. Aber nicht die ganze Zeit, sondern man muss die auch mal laufen lassen. Da fehlt mir ein bisschen die Sinclair mit ihrem Schockhalsband für Macareno. Ja. Gut. Ja. Ja, das lege ich mir aber nicht um. Ja, dann können wir eigentlich los. Was macht eigentlich die Creme de la Creme der Southside da hinten? Wollen die sich wieder beschweren? Irgendwelche. Ich kann doch sonst auch einfach mit Heller und Price hinter ihnen herfahren. Wahrscheinlich hat ein PD-Wagen wieder falsch geparkt. Ja, sie können sich auch einer anderen Streife anschließen, mir ist es egal. Streife 4 hört sie kommen. Wir fahren jetzt jedenfalls jetzt Unterstützung ab. Von Berger und Hall in der JVA. Okay, bitte warten Sie auf das Eintreffen dieser Streife. Komm. So. Was denn hier? Leitstelle Ende. Was Entschuldigung, bitte? Harris. Ja. Kurz einmal eine Frage. Fangen Sie. Herr Brown. Ich bin neuer Besitzer von Flywheels Ohm. Flywheels, ja. Da wäre meine Frage, da ich ja auch gute Freunde beim ACS habe, mitbekommen habe, dass da, dass sie ja da irgendwie einen Rahmenvertrag haben. Ja. Würde ich fragen, ob sie da Interesse hätten, zwecks ihren Motorrädern mit Flywheels zu kooperieren. Klar. Wenn irgendwie mal Reparaturen sind oder neue Bikes gebraucht werden oder was auch immer. Wir haben 4 bis 6 Motorräder, machen Sie mir da mal ein Angebot, aber ich muss jetzt leider los. Aber ja, auf jeden Fall. Alles klar. Super, machen wir. Alles klar. Okay, na dann. Ah, die Herrschaften stehen noch da oben. Ja, mal schauen. So. Ah, danke. Okay. Agent Brown, du kennst die Herrschaften und Damen? Ja, kurz kennengelernt, ja. Hm. Okay. Gibt es irgendwelche Ziele? Irgendwas, was Sie anfahren wollen? Aktuell nicht, nein. Okay. Zeigen Sie uns Ihre Arbeit. Wie gehen Sie vor? Wissen Sie, ich will nicht schon wieder dieses Rain-Erlebnis haben. Einen großen Haufen Scheiße. Naja, gut. Aber bisher scheint ja alles ruhig zu sein. Die Leute feiern, die finden es anscheinend gut. Noch? Und ja. Das wundert mich. Also ich muss sagen, ich als Chief auf alles muss ich Ihnen zustimmen, ja. Aber es ist auch noch hell draußen. Es ist noch hell draußen, ja. Das ist tatsächlich so. Chief auf alles, ist das jetzt die offizielle Beschreibung? So nennt man mich intern, ja. Ah, okay, verstehe. Wie fühlt sich das für Sie an? Sind Sie eine Person, die damit umgehen kann, oder? So, ich habe noch niemanden exekutiert und habe auch noch nicht die Anweisung dazu gegeben. Bis jetzt ist es ganz ruhig. Oh, sehr gut, sehr gut. Wird ein bisschen viel geknüppelt oben in der JVA. Aber da können wir jetzt mal hochfahren. 15 Uhr. Agent Brown, wer ist denn oben aktuell auf der Liste? Der JVA-Liste? Nee, ganz oben auf der Most Wanted, du weißt schon. Nun, wir sind immer noch dran an der Mrs. S. Was ist mit dem Kirchentyp? Der Kirchentyp? So ein bisschen. Sie wissen, wie das ist. Mal Kontakte spielen lassen, den Leuten den Glauben geben, dass sie was gemacht haben. Wie das immer so ist. Verdammte Scheiße, Brown, ich wusste es! Ich hab's gewusst! Tut mir leid, Harris. Dann sollen die Ganzen nochmal sagen, dass ich mir was einbilde. Scheiße, IAA ist überall drin mit ihren schmierigen Fingern. Ich hätte gerne mit Ihnen darüber geredet, so, aber wissen Sie, ich darf das nicht. Oh. Das ist leider nicht Ihre Gehaltsklasse, Sir. Ist das schief auf alles?
Ich korrigiere schief auf fast alles. Verdammte Scheiße. Schleife 1712 in der JVA Höhe, Abfahrt Sandy Shores. Ansonsten habe ich das Gefühl, Boss, dass es hier in der Stadt aktuell, naja, einige Verrückte gibt. Dieser Reverend Totes, drehen die Leute durch. Ich habe gehört, die glauben irgendwie an einen Weltuntergang oder irgendwelche Apokalypse oder sonstiges. Aber keine Sorge, die Wissenschaftler haben gesagt, alles in Ordnung, nur Wetterverhältnisse, ein bisschen kritisch. Erderwärmung, Klima, war nichts Schlimmes. Wir werden heute vielleicht noch bei einem okkulten Ritual teilnehmen, um so eine Ringe aufzulösen. Übrigens gibt es mehr als 2 Ringe, sondern es gibt 10. 4 Ringe, richtig, und 2 Bücher. 4 Ringe an... 77 Bücher. 77 Bücher? Hm. Oh ja. Wenn es 66 gewesen, hätte ich Angst gehabt. Ja, was ist denn mit Pavlov? Was haben Sie eigentlich für ein Problem mit der IAA, Harris? Wissen Sie, immer wenn irgendwer abtritt, steht die IAA daneben und sagt... Ich kann mich ja nichts erinnern. Da ist mein Problem. Wissen Sie, Herr Harris, das Problem ist, meistens sind es Ihre Leute, die uns da reinbringen, die uns helfen. Vielleicht sollten Sie bei denen anfangen. Ja, ja, vielleicht würden Sie aufhören, Ihre guten Verbindungen zur DTU zu instrumentalisieren. Ich wusste nicht, dass Herr Kovacic bei der DTU arbeitet. Ach, Herr Kovacic. Herr Kovacic hat Sie überhaupt nicht reingelassen. Der hat gesagt, können Sie meinen Finger in den Arsch von irgendeinem Schusswundenopfer stecken. Das heißt nicht, dass Sie in die Krankenhaus fahren sollen. Doch, das hat er zu mir gesagt, genau das. Ammunition am Stadtpark, am Ammunition weiterhin westlich, passiert was Gebrauchtwagen, fährt südlich weiter. Kurz nach der Nummer gefragt. Richtung Southside, fährt nun an Rakete vorbei. Alter, schon ein Taser dann. Hat ja, alle Verfolgungsrekorde. Passiert, fährt wieder Richtung Stadtpark, fährt direkt wieder durch die Gassen. Wir brechen das mal ab und fahren mal zurück in die Stadt. Vorne heraus. Ist erstmal aus der Sicht. Fährt wieder Richtung Richtung Baustelle zu. Der fährt nun über dem. Der ist nach Osten abgebogen, Richtung Stadtpark. Der fährt jetzt Richtung Norden. Und am Stadtpark vorbei. Der ist Pavlov, was soll ich denn sagen? Er ist einen Tag da und dann ist er wieder weg. Richtung Westen. So wie er es uns beigebracht hat. Fährt jetzt Richtung Westen. Hm. Aber der Busch ist doch immer da. Ja, und manchmal ist Pavlov drin und manchmal nicht. Fährt, also heißt es doch, sei der Pavlov. Hauptquartier vorbei. Weiter hinten unterwegs. Der Busch Pavlov? Fährt jetzt wieder runter von der Busch ist der Busch. Der Pavlov ist im Busch. Und wenn der nicht da ist, dann heißt es, sei der Pavlov, weil der Busch immer da ist. Weiter entgegen. Ah, verstehe. Ja. Mitchell, markieren Sie mal die Dispatches, damit ich ungefähr weiß, wo es geht. Wenn wir da ran sind, sage ich Ihnen, wo wir draußen. Dispatches, bitte. Frage von der 03, nochmal eine Fahrzeugbeschreibung. Weißer Drifter mit schwarzen über die Strecke. Ja, Detective ist dran. Ja, fährt jetzt durch die Unterführung, biegt nach links ab Richtung Stadtpark. An Sie, Bus, was ist eigentlich aus Bridger und Ballpark geworden? Biegt jetzt wieder Richtung Stadtpark ab. Oh Gott, wo ist er denn? Richtung Ballpark? Verloren. Ja. Pavlov hatte die eingestellt. Richtung Rakete des Kiosk. Ja, damit habe ich nichts zu tun. Ja, okay. Biegt vorher links ab. Wollen Sie sich aktiv anschließen, oder? Ja. Sollen wir uns zurückhalten? Gut, dann fahren Sie weiter geradeaus. 2 am Vanilla Unicorn. Hält am Vanilla Unicorn. Ah, Vorsicht. Weißer Drafter. Schreibe zwei für Unfall. Der muss ja hier rechts sein. Richtung Vanilla Unicorn, Richtung Stadtpark am Nation vorbei. Ist der das gewesen? Nee. Das sah nach was Weißem aus, aber ich konnte jetzt nicht erkennen, ob es ein Drafter ist. Hab's nur im Vorbeifahren gesehen. Streife 1 und 2, bitte einmal Postelcode 7003 anfahren. Dort gab es eine Schlägerei am Event. 7003? Drei Verletzte vor Ort. Den war hier hat man gescheppert, weil er wieder nicht im Funk war. 3 bis 4 Verletzte vor Ort. Die Tatverdächtigen sind möglicherweise noch am Tatort.
Medic Department ist auch schon das unterwegs. Das ist die bitte, Veranstaltung. Regeln Sie die Angelegenheit vor Ort. Wenn Sie 1090 benötigen, fordern Sie ab. Ach du Scheiße. Ja gut, das wird jetzt sehr unübersichtlich. Streife 5 startet an den 1043 mit einem Sultan Classic. Perleffekt drauf. Richtung Beige. Wir fahren gerade an Luxury Cars vorbei. Weiterhin Richtung Streife Osten. Streife 5 und 6 schließen Sie sich bitte der Verfolgung an. Biegt jetzt südlich ab am am MD jetzt. Passiert das MD. Jetzt Richtung Rockford Plaza hinzu. Biegt, fährt am Rockford Plaza weiter, fährt schon weiterhin südlich, am Arcadius Tower vorbei, am Arcadius Tower umgehauen und sind dann am Arcadius Tower östlich Richtung Stadtpark ist jetzt unter der Rotwasserunterführung hindurch. Kann ich im Moment nicht sagen. Fährt Richtung ich werde gleich mal den Kollegen fragen, südlich, der das gemeldet hat, dass die Fahrzeuge abgefahren sind. Und wir sagen, fährt weiterhin südlich, passiert in Ammonation, der Draft ist auch wieder vor Ort. Ich verstehe das fahren nicht. Weiterhin südlich, ja, Mann, sind nun auf Höhe des Carwash, fährt weiterhin südlich. Immer noch weiter südlich durch Richtung Mason-Galina, biegt nun ab. Welche Fahrzeuge an den Project, sind abgerückt? In eine Seitengasse. Ich würde sagen, wir fahren mal vorne. Vordere Strecke übernehmen. Das Fahrzeug fährt östlich, jetzt nördlich durch die Gasse. Von so. Ja? Haben Sie irgendjemanden hier zusammengeschlagen? Nein, ich bin gerade erst angekommen. Das kann ich bezeugen, erst gerade erst angekommen. Rigid, haben Sie irgendwen zusammengeschlagen? Ne, der ist auch gerade angekommen. Natürlich. Er ist nicht gerade angekommen, Sie haben mich gerade angelogen, der ist schon die ganze Zeit hier. Nein, wir sind vor zwei Minuten angekommen. Dann sind Sie wieder abgefahren, wieder dazu. Ich bin seit 20 Minuten, ich habe Eis verkauft vor Ihrem PD, Mann. Wieder westlich ab, an der Baustelle. Sind Sie dafür eine Genehmigung? Ich habe ihn gesehen. Ja, meine Genehmigung, das leckt mich am Arsch, Mann. Das Feuer ist nicht abgebogen. Soll ich ihn exekutieren? Nee. Ich warte, du hast das auch noch hinter uns. Hallo, Herr Alfonso, wie läuft die Verbrecherkarriere? Immer noch ein bisschen gekränkt, dass der alte Chief ihn auch noch ausgenutzt hat. Naja. Okay, das ist natürlich ärgerlich jetzt hier. Fährt jetzt Richtung Arcade. Dispatches. Okay. Drück ins Fahrzeug. Ja, das scheint nicht zu sein. Die DTU holt uns den Weißen und ich den anderen. Stelle für 02 kommen. Hat sie kommen. Einsatz 7003 ist soweit abgeschlossen. Da sind wohl zwei Leute gewalttätig geworden, sind sofort weggelaufen. Es gibt keine Täterbeschreibung und keine Fahrzeugbeschreibung. Kommen. Hat 10-4. Dann, sobald die Medics den Einsatz abgeschlossen haben, können sie entsprechend abdrücken. 04. Ende. Gut, wir fahren davon noch mal zu den Medizinern. So, es geht weiter in südlichster Richtung am Stadtpark vorbei. Weiter in südlichster Richtung. Weiter in südlichster Richtung. Gleich bei Raketes Kiosk. Biegt links ab. Ich höre mir das mal kurz Richtung an. Osten, Richtung alte Verwahrstelle bzw. Verwahrstelle. Weiter Richtung Osten. Am DOJ vorbei. Geht an der Verwahrstelle. Fährt weiter Richtung Eastside. Und einer seiner Kollegen hat einfach komplett wahllos angefangen, in der ersten Reihe sich zu prügeln. Ich stand so in der zweiten oder dritten. Okay. Und die haben dann mehrere geschlagen. Ich selbst wurde auch geschlagen. Ja, andere Typen. Wer war der andere? Ich weiß nicht, wer der andere war. Vielleicht war jemand anderes mehr, aber die zwei Personen da im RTB. Fährt weiterhin Richtung Easycars, dann Easycars vorbei. Ich will Sie nicht unterbrechen. Moment. Richtung, Frau Mitchell, können Sie bitte die Telefonnummer von der Frau aufnehmen? Wir werden die Aussage nochmal aufnehmen. Wir suchen uns Piep und dann judgen wir ihn weg. Natürlich. Dann brauche ich einmal Ihre Telefonnummer, bitte. Alles klar. Vorbei. Ja, das habe ich verstanden. Jetzt zu Weasel News, weiter in nördlicher Richtung. Immer das kriegen wir schon, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Wir sind Graf Lager und ausgebildet. Geht weiter, immer noch östliche Richtung, Richtung Stadtpark. So, wir haben... Achtung, Treffen kommen uns entgegen. Oh, der? Weiter in östliche Richtung. Ja, der Piep, den wir vorhin gesehen haben, der hat hier Leute angegriffen. Richtung Norden am Stadtpark. Den judgen wir jetzt weg. Weiter Richtung Norden, wie gesagt, Richtung Westen. Ich bin bereit. Da sehen wir den Knüppel ausgepackt, weil der wird geknüppelt. Am Schwarzwassertower weiter Richtung Westen. Ich lasse Sie arbeiten, ich beobachte das. So.
Ja, zweite Person, lange schwarze Haare, Schreibe schwarze Tintop. Schreibe 2, Schreibe 5, benötigen Sie Mediziner. Hm. Es geht weiter Richtung Stadtpark in östlichster Richtung. Zumindest bin ich hier. Schreibe 2 hat sich der Verfolgung wieder angeschlossen. Immer noch weiter Richtung Osten. Jetzt gleich passiert das MOPD auf der Brücke. Immer noch weiter Richtung Osten. Dreht wieder Richtung MOPD. Andere Streifen bitte übernehmen. Streifen 3 übernehmen, fährt weiter Richtung Westen. Fährt immer noch weiter Richtung Westen. Fährt jetzt wieder am Stadtpark vorbei. Bitte nochmal durchgehen, was im Fahrzeug verfolgt wird. Fährt weiter Richtung Westen. Weißer Drafter. Fährt immer noch Richtung Westen. Immer noch Richtung Westen. Sieht man da durch. Vordere Streifen übernehmen. Wie mit dem Schiff. Ist jetzt abgebogen Richtung Süden. Fährt weiter Richtung Süden. Biegt jetzt ab Richtung Osten. Gleich am Armation vorbei. Fährt weiter Richtung Osten. Jetzt am Armation vorbei. Biegt ab Richtung Stadtpark, Richtung Norden. Biegt jetzt ab Richtung Westen. Osten fährt jetzt wieder Richtung Norden am Stadtpark vorbei. Er fährt im Kreis. Ja, fahren wir mal weiter geradeaus. Richtung Westen. Biegt wieder ab Richtung Norden. Ja, Vorderstreife übernimmt. Das ist am Silbrücksel Krankenhaus vorbei. Jetzt wieder die Vorderstreife übernehmen, bitte. Sitz vor uns. Fährt Richtung Norden. Justizgebäude. Fährt Süd auf das Shuttle Tower, biegt vorm Shuttle Tower westlich ab. Wer ist denn das vor uns? Ist das eine Zivilstreife? Wieder Billbox, wieder Richtung Stadtpark. Ich kann aktuell nicht sagen. Fährt am Krusefix vorbei. Biegt Krusefix südlich ab. Boah, das Ding hier zu manövrieren bei dem Tempo. Du Scheiße. Ah, kommt an der Kuranta. Fuck! Ja. Wir fahren mal geradeaus weiter. Kommt uns entgegen. Ach, hier ist er. Wieder an dem das war der vorhin. Vorbei, ja. Biegt wieder weiterhin südlich ab. Hat den Stadtpark. Ich versuche erstmal ein bisschen einzuschätzen, wo der lang will. Fährt weiterhin Richtung Süden. Ich fahre mal rechts rum. Immer noch südlich unterwegs. Richtung Taktik, wollen Sie beim Militär? Immer noch weiter südlich unterwegs. Ja, aber nicht mit Kfz relevant. Immer noch südlich, biegt jetzt östlich ab. Fährt jetzt am. Ich schreibe mich mal an. Ja, bitte. Warmock ab. Theoretisch müsste jetzt vor uns rauskommen, vielleicht? Norden. Nee, der ist ja in der Richtung gefahren, der ist hinter uns. Ist weit vor uns, biegt östlich ab. Schneiden Sie sich ja an jetzt. Über die Brücke, vordere Streife sollte übernehmen. Aber es kommen Sie nicht auf die Idee, sich querzustellen. Ja, doch. Ich tue, was nötig ist. Ja, was der Fragen ist, nicht getan wird. Bitte schauen Sie, dass Sie vorausschauend fahren. Hier fahren 4 Streifen wie bei Snake hinterher. Achten Sie darauf, dass Sie vorausschauend fahren. Sichtkontakt verloren. Ja, der wird sicher nur noch mal auftauchen. Ich kann mir schon fast vorstellen, wo. Letzter Sichtpunkt? Hier vorne. Südlich von Hellfire. Nein, ist er nicht. Ich dachte, er kommt hier raus. Nachtrag von der Leitstelle, dort einmal bitte das Gebiet La Mesa und deren Kanäle überprüfen. Dort gibt es viele Möglichkeiten, sich zu verstecken. Geben Sie mal durch, dass wir Pepe Briggs. Ja, ich genau. Info von der Streife 1. Gesucht wird aktuell Pepe Briggs. Wenn Sie den Herrn auffinden oder festhalten, dann bitte die Streife 1 informieren. Vielen Dank. Streife 1 Ende. Herr Brown, haben wir eigentlich noch ein paar von unseren alten Verhörräumen? Nein, wir mussten alle wegräumen, nachdem ein paar sehr fleißige Sheriffs sie gefunden haben. Hm. Wir alles beseitigen. Die guten Werkzeuge. Ich würde mal das Kfz wechseln mit dem Ranger, werden wir zu unflexibel sein. Das ist wie ein Schiff. Ein Sultan Classic mit lieber ein Buffalo oder sowas. In Richtung dunkelbraun.
Und ein grüner, grün-dunkler Jugula. Bräuchte mal eine Abholung für 3 Personen am Dispatch. H10-4, Leitstelle übernimmt. So, ich hole mein neues Fahrzeug raus. Mhm. Was haben Sie eigentlich? Ah, fahren Sie den. Ah, jo.